Hallo liebe Handarbeiterin, alle Helfer und Helferinnen der Aktion Schmetterlingskinder. Im heutigen Video geht es darum, den Unterschied zwischen einem Schlafsäckchen und einem Einschlagtuch klarzumachen und auch zu zeigen, was Sets sind. Also im Prinzip haben wir ja drei große Überkategorien für unsere Sternkinderkleidung, also wirklich der Körperbekleidung. Und das ist eben Einschlagtuch, Schlafsäckchen und das, was man unter Sets versteht. Und da wollen wir euch heute mal zeigen, was genau darunter zu verstehen ist und warum es diese Unterschiede gibt und für wen was geeignet ist. Weiter ist es so, dass eigentlich dieses Einschlagtuch, Schlafsäckchen, dass es dann nur ganz, ganz geringfügige Unterschiede gibt und das eigentlich mehr oder weniger eine Produkt, also Einschlagtuch, Schlafsäckchen ist. Aber trotzdem wollen wir euch mal zeigen, was da so die Unterschiede sind. Wir fangen mal an mit dem allereinfachsten Modell des Einschlagtuchs. Das hier ist ein klassisches gewickeltes Einschlagtuch, das auf der Basis eines quadratischen Tuches, also im Prinzip einer Art Decke gemacht wird, mit einem Bändchen hinten fixiert wird in der Mitte und dann eben hier so Wickeltechnik, Pucktechnikmäßig eben geschlossen wird und hier zusammengebunden wird. Der Vorteil an diesen Einschlagtüchern, den viele Hebammen immer wieder hervorheben, ist, dass dieses Einschlagtuch einfach am besten genau an die Maße, also auch an die Fülle des Kindes anzupassen ist, das Kind richtig eng und kuschelig eingewickelt werden soll. Deswegen ist es auch wichtig, was jetzt zum Beispiel hier gemacht wurde, ist hier noch ein wenig angenäht, das Bändchen. Das ist gerade noch in Ordnung, aber am besten ist es wirklich nur, wenn es nur auf der Rückseite befestigt wird, weil man dann eben diese Überlappung hier ganz genau so legen kann, wie man möchte. Man kann es also auch noch enger machen, das geht jetzt hier damit auch noch, und man könnte es rein theoretisch natürlich auch wesentlich viel breiter wickeln, ganz so wie die Situation vor Ort in der Klinik es dann erfordert. Das ist die einfachste Version eines Einschlagtuchs. Wir nennen das Einschlagtuch, weil es eigentlich wirklich ein Tuch ist. Das heißt, man kann es komplett auseinanderklappen zu einem Tuch. Also im Prinzip ist es nichts aneinander genäht, es ist alles komplett zu öffnen. Deswegen nennt man das also im Prinzip Einschlagtuch, weil man es als Tuch einschlagen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es die Kategorien der Schlafsäckchen. Und die Schlafsäckchen unterscheiden sich eigentlich vor allen Dingen darin, dass sie insgesamt meistens auch eine Kapuze eigentlich alle haben und insgesamt halt einfach geschlossener sind und auch nicht ganz so flexibel. Hier haben wir zum Beispiel dieses Schlafsäckchen, was so ein bisschen auf diesem Modell Sternchen gemacht sein dürfte, Sternchen, Butterfly. Und man sieht also, dass man hier nicht so viel ab und zu geben kann, weil es eben diese Wickeltechnik so nicht zulässt. Oft hat man da ja auch Knöpfe. Und dass hier unten das zugenäht ist. Also man kann das nicht komplett auseinanderklappen. Man kann das zwar so ganz flügelig auseinanderklappen, aber es behält trotzdem seine Grundform. Und deswegen ist es eines der Schlafsäckchen. Wird aber auch sehr gern genommen, gerade für die kleineren Kinder, weil eben die Handhabung ganz, ganz leicht ist. Eine weitere Form des Schlafsäckchens sind dann diese Schlafsäckchen hier, die mit Arm, die im Prinzip unten ähnlich sind wie jetzt das Schlafsäckchen Butterfly, nicht ganz so stark überlappen, aber eben noch einen guten, flexiblen oder vielleicht auch sogar mit Verschlussmechanismen zu öffnenden Ärmel beinhalten. Die sind dann erst etwas für Größe 2, besser noch für Größe 3. Dann haben wir zum Beispiel dieses Schlafsäckchen hier. Bitte nicht an der Farbe orientieren. Die sieht jetzt hier auf der Kamera viel, viel dunkler aus, als sie in Wirklichkeit ist. Ist aber auch grundlegend schon einen Ticken zu dunkel. Jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, hatten wir aber leider kein helleres Modell, das eben noch repräsentabler wäre. Aber die Farbe ist noch in Ordnung. Aber bitte, wenn ihr weggeht und euch Wolle kauft, nicht in dieser Farbe kaufen. Das ist ein ganz klein bisschen zu dunkel. Daran jetzt bitte nicht orientiert, sondern nur einfach, um das Modell mal zu zeigen. Das ist das Modell Joshua. Und da ist es eben auch so, dass das im Prinzip fast so ein bisschen schlauchförmig ist. Das kann man hier vorne aufknöpfen. Das sollte vielleicht nicht ganz aufknöpfbar sein. Das ist nicht so ganz richtig nachgearbeitet worden. Geht aber auch. Wir wollten euch das jetzt wirklich nur zeigen als Modell, weil man daran sieht, was wir verdeutlichen wollen, dass es eben auch hier unten zugenäht ist und grundlegend seine Form bewahrt. Bei diesem Schlafsäckchen hier wäre es jetzt ganz gut gewesen, das Ganze hier oben noch ein bisschen enger zu schließen, hier unten, so wie es in der Anleitung steht, zuzunähen. Also auch da immer wieder unsere Bitte, haltet euch genau an die Anleitung. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder unsicher seid, lieber einmal zu viel fragen, dass die Sachen dann auch wirklich optimal verwendbar sind.
weil dieses Schlafsäckchen hier müsste jetzt wahrscheinlich eigentlich schon wieder zu unserer Nachrüsterin, wenn wir hier den Handtest machen, hält es aber einigermaßen. Es ist aber hier unten absolut suboptimal, müssen wir also nochmal dran und zunähen und das kostet uns natürlich viel Zeit, aber es geht eben einfach nur darum, euch diese Form zu zeigen und euch zu verdeutlichen, dass es eben hier unten auch zu ist und deswegen ein Schlafsäckchen ist. Das war der Unterschied zwischen Einschlagtüchern und Schlafsäckchen. Einschlagtücher und Schlafsäckchen können eigentlich für alle Altersgruppen sozusagen benutzt werden, weil sie eben so einfach anzuziehen sind. Je kleiner unsere Sternenkinder sind, desto weniger kann man sie bewegen. Jeder von euch, der selbst schon mal ein Baby bekommen hat, weiß, wie das gerade so in den ersten 2, 3, 4 Monaten, wo die Kinder noch nicht so viel Körperspannung haben, noch so ganz zierlich sind, selbst wenn sie ein bisschen proper auf die Welt gekommen sind, sind sie im Verhältnis immer noch sehr zierlich, wie schwierig das ist, den Kindern wirklich Sachen anzuziehen, so richtig mit Ärmeln und so richtig mit Höschen. Und deswegen sind ja auch an Säuglingskleidung immer alles ist ja an Säuglingskleidung so gemacht, dass man es möglichst aufknöpfen kann, dass man es möglichst komplett auffalten kann, das Kind nur reinlegen und sozusagen die Kleidung um es herum wieder zumachen kann nach irgendeiner Möglichkeit. Und das ist natürlich bei den ganz, ganz kleinen Kindern nicht nur optimal und einfacher, sondern es ist absolut erforderlich, weil einfach das ganze Gewebe, das Fettgewebe ist noch nicht da, das Fett wurde noch nicht eingelagert, die Knochen sind noch sehr weich. Deswegen muss man ganz, ganz, ganz zart mit denen umgehen. Deswegen sind Einschlagtücher und Schlafsäckchen für diese kleinen, also in Größe 1 und auch noch in den kleinen Größen 2 am besten geeignet. Und je älter die Kinder dann werden, je stabiler das Knochengerüst wird, je mehr Fett sie eingelagert haben, je stabiler sie insgesamt werden, desto eher kann man die dann auch mal vorsichtig eben in etwas kompliziertere Sachen sozusagen kleiden. Und da kommen wir zu dem, was wir grundlegend Sets nennen. Also Sets sind für uns eigentlich alle Kleidungsstücke, die sozusagen richtig wie ein Kleidungsstück sind, also kein Schlafsäckchen, kein Einschlagtuch, wie zum Beispiel das hier. Das ist ein Set, das tatsächlich auch ein Set ist, also aus 2 verschiedenen Komponenten besteht. Und eben eine Jacke hatten, eine Hose, das wurde von der Handarbeiterin mit uns abgesprochen. Dieser Hosenschnitt, der ist schon relativ bekannt, es gibt dazu nur leider keine Anleitung. Aber im Prinzip könnte man da natürlich auch einen Pucksack unten haben und oben zum Beispiel das Wickeljäckchen oder ein Raglanjäckchen oder. In diese Kategorie der Sets fallen aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel unter die Nähanleitung der genähte Pyjama und das Kleidchen, das genähte, oder der genähte Strampler und natürlich bei den Näh- und Häkel- und Strickanleitungen eben diese ganzen Sets, Pucksack, Oberteil. Und im Prinzip ist dieser Schlafsack, den wir eben gesehen haben mit den Ärmchen, ist sozusagen eine Kombi. Das ist eigentlich auch eher wie eine Art Set, weil es eben die Ärmchen hat. Also die ganzen Schlafsäckchen mit Ärmchen sind auch erst ab Größe 2, teilweise sogar erst ab Größe 3 wirklich geeignet. Das steht in den Anleitungen aber immer drin. Wichtig ist, wenn ihr irgendetwas mit Ärmeln fertigt, eben entweder, dass man hier oben es nicht in Runden arbeitet beim Häkeln oder Stricken, sondern in Reihen und es hier oben verschließbar macht und bei Nähen es eben gar nicht zunäht, sondern eben auch zu öffnen lässt und eben mit Druckverschluss oder Klett oder verschließbar macht und dass man die Bündchen ganz, ganz, ganz weit lässt. Wenn der Ärmel sich jetzt so weit dehnt wie hier, muss man den auch nicht zu öffnen machen, weil ich könnte da im Prinzip mit meiner ganzen Hand rein und damit ist er leicht zu bedienen sozusagen für die Hebammen und das Kind kann damit angezogen werden. Und das hier wäre zum Beispiel auch ein Beispiel für ein Set, unser Strampelanzug, der gestrickte, das ist eben auch ein Set. Und Sets sind also in aller Regel frühestens ab Größe 2, manchmal eben auch erst ab Größe 3 geeignet. Das steht immer in den Anleitungen drin, aus demselben Grund, den wir eben genannt haben für die Eignung der Einschlagtücher und Schlafsäckchen für Größe 1 vor allen Dingen und Größe 2, weil eben diese Sachen doch ein bisschen mit dem Beinchen und so, da muss im Prinzip das Beinchen noch reingemacht werden, hier muss das Ärmchen noch reingemacht werden, auch wenn es hier vorne komplett zu öffnen ist. Und dazu muss das Kind eben einfach gewisse körperliche Voraussetzungen mitbringen, die es erst in einem späteren Stadium der Schwangerschaft erreichen kann, so ab der 22., 23. Woche erst erreicht. Und die Hebammen wollen ja die Kinder nicht verletzen und setzen also solche Sachen bei kleineren Kindern auch gar nicht ein. Das ist also wieder mal keine Vorgabe, die von unserer Aktion kommt, sondern die sich einfach aus der Praxis ergibt. Und da haben die Hebammen auch ganz recht, schließlich sollen die Kinder ja nicht verletzt werden. Wir hoffen, dass wir damit ein bisschen euch einen Leitfaden geben konnten. Sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.